Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier und so weiter und so fort. Genau, schauen wir uns mal lange. Heute werden wir wieder eine Beziehungsfrage beantworten, ich glaube so aus dem Rahmen, ja, schwierige Beziehungen, bindungsängstliche Beziehungen. Kannst du auch anstoßen auf liebische.de, da findest du auch meine hervorragenden Kurse. Und es wird übrigens was geben zum Frauentag morgen. Also wir haben es noch nicht, aber guckt mal rein, auf jeden Fall auf Insta oder auf YouTube. Abonniert den Kanal hier, dass ihr das mitkriegt. Eine kleine Mini-Aktion, beziehungsweise also für, ich glaube, für einen Dating-Kurs für Frauen. Guckt einfach mal rein, wir haben es noch nicht angelegt, aber wollen wir eigentlich machen morgen. Gut, aber wir legen mal los. Von Anna Trefkula. Sie schreibt, lieber Christian, letzten Sommer lernte ich über meinen Verein einen ca. 50-Jährigen kennen. Ich selber bin Mitte 30. Wir verstanden uns super. Obwohl ich im Leben zurechtkomme und ein gesundes Selbstbewusstsein habe, neigte ich in vergangenen Beziehungen dazu, meine Standards irgendwann nicht mehr einzuhalten, aus Angst verlassen zu werden. Ja, da sage ich immer, mit dem Selbstbewusstsein, das ist nicht so ein Block. Also man hat nicht Selbstbewusstsein und dann hat man in jedem Bereich selbstbewusst. Du kannst, das erlebe ich immer wieder, du kannst, deswegen rede ich immer lieber so von Löchern in der Aura, hört sich vielleicht ein bisschen spirituell an, aber ich sehe das mal so vor mir wie so Löcher, die man so in seinem Schutz hat, und du kannst im Job total selbstbewusst sein und ein Liebesding, ja, kracht alles zusammen und du bist needy und ich weiß nicht was so, ne? Absolut möglich, ne? Daran habe ich mich im Rahmen einer Therapie und auch mit Hilfe einer Kurse stark gearbeitet und handle mittlerweile konsequenter und stehe für mich ein. Ja, ich hatte heute auch gerade wieder eine Diskussion mit jemand über die Kurse, die es auch sehr so weitergebracht hat. Und ich sage das immer wieder, man muss das eins zu eins umsetzen. Ne? Das ist, man neigt dann dazu, ja, so viel Dealbreaker habe ich doch gar nicht, so viel Standards habe ich gar nicht. Das ist vielleicht wieder ein gutes Beispiel, dass also den Kurs, diese Kurse haben und das Verstehen ist so eine Sache und dann das wirklich eins zu eins, das sage ich auch beim Datingkurs immer wieder, eins zu eins, also nicht so, ja, ich habe jetzt gelernt, wie man einen Aufsatz schreibt und jetzt huddel ich da mal was hin, sondern das eins zu eins umsetzen, das bringt letztlich den Erfolg so, ne? So, deswegen wollte ich es auch langsam angehen lassen, er hat gleich viel von sich preisgegeben. Die Aktenlage schwierig, ja, geht schon los, ne? Einige nicht so lange Beziehungen, wo er viel gegeben hat und am Ende betrogen wurde. Er stellte sich grundsätzlich gerne als Opfer dar. Ist es eigentlich eine Red Flag, muss man einfach sagen, ne? Ich meine, ich weiß, das machen ganz viele Menschen, da sortierst du mal locker 78% aus. Aber gerade, das wissen wir ja, gerade die Leute, die schwierig sind, ist bekannt, sehen sich immer als Opfer, ne? Die Schlimmsten sehen sich immer, die schlimmsten Stalker sehen sich als Opfer, ne? Also nicht, dass es das jetzt ein Stalker ist, aber oder guck den Prozess von Johnny Depp und Amber Heard. Also Amber Heard hat sich auch immer als Opfer gesehen. Und ihr könnt mal jetzt X Beispiele, hat jetzt auch mit Männern und Frauen nichts zu tun, aber könnt ihr jetzt X Beispiele finden, wo gerade die Leute, die richtig viel Scheiße bauen, sich immer, ich konnte nicht anders, meine Kindheit und ja, ne? Das heißt gar nichts. Also mir ist lieber jemand, der sagt, ja, arbeite an mir, ich habe so meine Issues, da und da gibt es Punkte, aber mal gucken, und es wäre mir viel lieber, als jemand, der sagt, ich bin immer nur Pech gehabt im Leben. Also ist überall, das ist auch einfach so ein scheiß Lebensgefühl, wenn man nie irgendwas dafür konnte. Ne? Wo willst du denn dann ansetzen? Ne? Aber viele machen es natürlich auch, will ich dem jetzt nicht unterstellen, so aus, wissen ganz genau, was sie Scheiße gebaut haben. Und es kommt aber, wir leben in einer Gesellschaft, die es liebt, sich als Opfer darzustellen. Alle sind immer, haben irgendwelche Issues und versteht ihr, was ich meine? So, also es ist, alle können immer nicht. Und was habe ich heute wieder gelesen? 20 ich könnte einfach verzweifeln, ey. 20-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, weil natürlich Arbeit so anstrengend ist. So am besten nichts tun, aber für alles irgendwie Geld kriegen und Sozialleistung, das ist immer so mein Humor in Deutschland, irgendwie so nichts leisten, aber immer große Klappe und alles, ach Gott, ich schweife schon wieder ab, das will ich ja nicht mehr. Gut, seit 4 Jahren war er Single, redete von Verbitterung und mimte den einsamen Wolf.
Beziehung gerne, aber wenn es nur wirklich passt. So schien es bei uns zu sein. Er positionierte sich als Mann, der weiß, was er will und seine Hörner abgestoßen hat. Gut, 4 Jahre Single kann natürlich immer mal passieren. Trotzdem ist es immer... Na gut, lassen wir es mal. Doch, die Vergangenheit nagte noch stark an ihm, das spürte ich. Das äußerte sich in einem stark ambivalenten Verhalten mir gegenüber. Es spielt keine Rolle, deswegen mein Konzept, hoffe du hast auch Modul 1 von Standards und Dealbreaker, es spielt keine Rolle, warum jemand sich komisch benimmt. Das interessiert euch nicht, es wertet ihr auch nicht. Ihr stellt nur fest, anhand eures Koordinatensystems, das in euch ist, ist das jetzt was für mich oder nicht, ne? Ständiges Hin und Her zwischen regelmäßigen Kontakten per WhatsApp, Interesse an mir, schönen Treffen und dann wieder plötzlichen Stimmungswechseln in Form von kurzfristigen Absagen, Vertröstungen, Rückzug und manchmal sogar Kritik an mir. Was für einen Kurs hast du gebucht von mir? Irgendwie einfach nur Meditation oder irgendwie sowas. Wo steht das, dass man das machen soll? Nirgendwo. Das ist genau, was wir nicht wollen. Kontinuität im Dating-Prozess. Kontinuität, Stabilität, Progredienz, Vorhersagbarkeit, das sind die Dinge, die wir haben wollen. Das sage ich aber auch in meinen Kursen. Hm. Aber das, was ich meine, dann man hat es gelesen und wendet es dann nicht an. Das sind alles Sachen, wo ihr Schalter umlegen müsst. Ja, das funktioniert nicht. Das ist jemand, der macht mich liebessüchtig durch dieses Hin und Her. Der kann nicht anders. Ist auch scheißegal, was mit dem ist. Der kann nicht anders. Fertig, weg damit. Ende Gelände. Das ist wieder die Härte, haben wir gestern schon drüber gesprochen, ne? So, und manchmal sogar Kritik an mir. Jetzt sind wir schon bei der Kritik. Was für ein Kurs hast du gemacht? Wo steht das? Zum Beispiel kritisiert er bei einem Treffen aus nichts. Was wird jetzt kommen? Was wird jetzt kommen? Ein Schönheitsfleck am Mund. Also, das verstehe ich natürlich. Also, da ist natürlich... Also da verstehe ich den Mann natürlich vollkommen, Schönheitsfleck am Mund, also das geht ja halt gar nicht, ne? Du wirst enden bei diesem Typ, wie ich schon jemand mal hatte, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber mit einer Liste von 46 Sachen, die man abstellen soll, da kannst du nichts gegen machen. Der ist so, der ist wahrscheinlich komplett bindungsängstlich, sucht dann immer schon Gründe, warum er dich nicht daten muss irgendwie. Ein Schönheitsfleck am Mund, andere würden sterben für deinen Schönheitsfleck am Mund, denkt immer wieder an, ich weiß, das hassen nur viele ja immer, an Prinz Harry, ne? Der ist das Land gewechselt, die Krone gewechselt. Ist das jetzt gut? Nee, aber hätte jetzt Prinz Harry gesagt, okay, hier die, wie heißt die noch, die Dings, die Schauspielerin, ne? Bestimmt, wenn ich meine, haben wir nicht drauf. Ist die ein Schönheitsfleck irgendwie am linken Ohrläppchen hat? Ich glaube nicht, ne? Ist immer dieser Misch von zu viel Kritik bei ihm, zu wenig Kritik von dir, ne? Du hättest viel mehr Grund für Kritik, ja, ne? Dies wies sich klar und entschieden zurück und ging auch entsprechend auf Distanz. Er kam auch immer wieder an. Ja, es sind das, was andere machen, interessiert dich nicht. Du guckst in deine Red Flag-Liste, heiß, kalt, weg damit. Anders geht's nicht, was soll man dazu sagen, ne? Das kannst du ja sagen, was stimmt mit dem nicht, aber das bringt dich nicht weiter. Ne? Ist die Erde rund, ist die Erde flach? Interessant, uninteressant, interessiert mich nicht. Ich will hier meine Bedürfnisse erfüllen. So, ne? Im November, man kann das natürlich auch zu viel machen, aber da bist du weit von weg. Er macht zu viel. Im November überspannt er den Heiß-Kalt-Bogen. Wo in meinen Kursen steht, dass du Heiß-Kalt akzeptieren sollst? Indem er von stark zugewandt, ich will, dass du heute Abend bei mir bist, von heute auf morgen zum Eisklotz wurde. Ja, leider, jetzt geht das Ganze wieder seinen Weg. Also wenn ihr Leute habt, die mal warm sind und mal Eisklotz, bewertet die nach dem Eisklotz. Das kann ich nur mal wieder sagen. Also dass wenn der Diktator von Nordkorea mal 3 Leute begnadigt, sagt ihr dann, das ist ein netter Kerl? Ich glaube nicht, so, ne? So, dass er momentan keine Zeit für Beziehungen hat. Er hat einfach keinen Bock. Er will die Nebenleistungen von Beziehungen mitnehmen, die da sind. Na, wer weiß es. Sex und Aufmerksamkeit. Und alles andere interessiert er nicht. Ja, wenn ist das nicht, was du willst, hasta la vista, hier ist dein nicht vorhandener Koffer, hier ist deine Zahnbürste, das war's, du bist raus, ne? Hast deine Chance gehabt, vielen Dank, einen guten Weg. So sieht's aus, ne? Ich blieb ruhig und sagte ihm, dass ich für dieses Spiel zu schade bin. Du sagst schon die richtige, also ich verstehe, also ich will dich jetzt, überhaupt keine Kritik an dir, ne? Ich verstehe dich, es ist ein Prozess, ne?
Und du sagst es zwar, aber du handelst nicht danach, ne? Also was er geht wahrscheinlich nur auf dein Handeln. Er denkt, du bist ja immer noch da, kann ich den Scheiß weitermachen hier? Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass er dich irgendwie manipulieren will. Er will einfach nur sein Muster ausleben, was da heißt, ja, möglichst viel Bestätigung haben. Und das, der wird nie mit einer Frau zufrieden sein, der Typ. Das sind genau die Typen, die ihr aussortieren sollt, ne? Er meinte, er müsste nachdenken, am Folgetag meldet er sich kurz und dann folgten 3 Tage Funkstille, bis er wieder ankam. Keine Konsistenz, die ewigen Dating-Grundsätze, ne? Ich kriege die 4 jetzt nicht zusammen, aber was war das? Konsistenz, Kontingenz, Progredienz und irgendwie noch sowas mit emotionaler Nähe oder so. Also dieses muss also, soll ruhig, stabil, vorhersagbar weitergehen, der Dating-Prozess. Nicht so heiß und kalt, weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Vergessen, wie man Sex macht. Ich habe keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Mein Kanarienvogel ist krank, die Außerirdischen kommen. Das wollen wir alles nicht, ne? Interessiert uns nicht hier, ne? So, könnt ihr euch gerne 87 Videos angucken, warum Menschen so sind, wie sie sind. Das würde ich nicht weiterbringen. Ihr könnt gerne irgendwie so, nicht, dass es einer ist jetzt hier, aber Narzisstenkanäle, wie schläft ein Narzisst, wie träumt ein Narzisst, wie schneidet sich ein Narzisst die Haare, ist alles uninteressant. Null interessant. So interessant wie ob, weiß ich nicht, ob ein China in seinem Kreis umfällt oder nicht, ist völlig uninteressant. Du interessierst dich nur für deine Bedürfnisse, alles andere ist dir scheißegal. Also natürlich versuchst du nicht selber, sag ich mal, auf die Täterseite zu kommen. Aber gut, das ist jetzt ja nun nirgendwo ersichtlich. Ich sag ihm wiederholt, klar, was ich mir wünsche, und zwar eine richtige Beziehung. Das wirst du von dem nicht kriegen. Also das ist schon völlig klar anhand dieser Aktenlage hier, ne? Nun schien über den Schatten seiner negativen Vergangenheit gesprungen zu sein. Wir starteten eine schöne, größtenteils kontinuierliche Kennenlernphase mit regelmäßigen Treffen. Ja, jetzt ist wieder, es werden in Nordkorea wieder ein paar Leute begnadigt hier. Täglichen liebevollen Nachrichten, auch körperlicher Nähe, inklusive Bettsport, was bislang von ihm auch abgewehrt wurde. Ey, Leute, ihr wollt Leute daten, die nichts anderes wollen, als mit euch schlafen, ey. Sie verrückt danach sind. Natürlich will er, also, warum? Wozu? Die gibt es, ne? Man sucht immer das Falsche aus, ne? Innerlich war ich vorsichtig, wollte mir eine Chance geben. Also ich sehe die Aktenlage hier nicht, aber ich weiß genau, wie man solche Entscheidungen, also ist ein Prozess, kann ich nur immer wieder sagen, ne? Im Laufe des Dezembers ging das Ganze in eine Beziehung über, die immer vertrauter wurde. Da werden wieder ein paar begnadigt in Nordkorea. Am Wochenende war ich immer bei ihm, da ich unter der Woche beruflich in einer Stadt bin. Es passte und funktionierte. Dennoch hatte ich manchmal das Gefühl, dass ihm die Nähe zu viel wurde. Ja, das wundert uns jetzt aber. Das hat er am Anfang gar nicht so ausgesehen, wo er sogar Sex abgewehrt hat. Er sagte mal, dass er sich nicht so sehr auf mich einlassen dürfte, da ich sonst Macht über ihn hätte. Oh Gott, den Spruch kann ich noch nicht. Der kommt auf meine ewige Liste drauf, okay. Es fehlt nur noch, du verdienst was Besseres. Kennt ihr meine Übersetzungsvideos hier, ne? Ihr müsst das immer umdrehen, ich und du, ne? Ich sollte aufpassen, dass er nicht Macht über mich kriegt, so würde ich das hören, ne? Auf Momente starker Nähe folgten wieder Kälteschauer. Leider sind die Begnadigungen ausgesetzt in Nordkorea. Und es wirkte, als wolle er mit seinem abweisenden Verhalten unsere Beziehung sabotieren. War das nicht absehbar? Ich nahm Rücksicht, indem ich immer konstruktiv blieb, stand ich mal für mich ein, behandelte er mich unempathisch, fast wie ein Gegner. Vorbei mit den Begnadigungen in Nordkorea, genau. Schlimmstenfalls zog er sich trotzig zurück und ließ mich hinter ihm herrennen. Das passierte anfangs nur gelegentlich, bis es ganz subtil nach Weihnachten immer schlimmer wurde. Ja, Weihnachten ist ja für Bindungsängste so endgültig Armageddon dann immer, ne? Das geht natürlich gar nicht. Wir verbrachten noch ein inniges Weihnachten zusammen im Ausland, was er spontan organisierte, immerhin. Seilte er sich direkt nach unserer Rückkehr ab. Ja, das war leider alles zu viel, ne? So ist das immer, ne? Von einem Tag auf den anderen ist es vorbei. Kannst nichts machen, würde das auch nicht werten, ne? Hier spürte ich, dass etwas kippte. Er meinte schroff, dass er auch Zeit für sich braucht. An für sich normal, aber es wirkt, als würde er sich aus der Beziehung zurückziehen, oder als wäre er in diesen Momenten kein Teil mehr davon. Heiß und kalt wechselten sich immer häufiger ab. Ja. Ich wollte ihn nicht überfordern und hielt aus, doch je mehr ich gab, desto respektloser und gleichgültiger wurde er. Leider wird es wieder kälter in Nordkorea, ey. Ja. Er gab sich immer weniger Mühe und weigerte sich auch, seinen Single-Status bei Facebook rauszunehmen. Leute, solche Leute braucht ihr eigentlich daten. Das sind Seriendater, die wollen einfach nur Bestätigung haben.
Selbst wenn sie denken, sie wollten eine Beziehung. Also wer sein Single ist, schreibt das bei Facebook nicht raus. Und das ist für mich das Dreck. Wenn man sagt, ich bin in einer Beziehung, ist einfach nur Dreck. Muss ich jetzt doch mal bewerten. Das ist einfach Dreck. Da soll man doch gleich sagen, nein, ich werde das nie rausnehmen. Möchte einfach, ja, weil was passiert denn, wenn du einen Single-Status rausnimmst? Also nicht, dass man das überhaupt einstellen müsste oder so. Also man kann ja auch einfach gar nichts schreiben dazu. Ne? Aber wenn du einen Single-Status rausnimmst, bist ja nicht mehr angeschrieben oder kann er nicht mehr, Leute. Vielleicht ist er auf Facebook Dating und das ist alles wieder so ein Haufen Mist über mal hier, ey. Also diese ganze Konstellation hier. Oh Mann, ey. Er stellt die Beziehung in Frage, wenn ich meine gesunden Bedürfnisse kommunizierte. Da ich mittlerweile emotional stark involviert war, verstrickte ich mich zunehmend. Schafft es mir, für mich einzustehen und eine Trennung in Kauf zu nehmen. Ja, das wahrscheinlich nach den drei, naja, fast nach 3 Monaten, aber die hast du wahrscheinlich. Deswegen trennt euch immer vor den 100 Tagen, dann ist es leichter, ne? Es ist absehbar gewesen, vom Anfang an, aber ich judge dich dafür nicht, weil ich das alles kenne. Auch ich habe solche beschissene Entscheidungen getroffen. Und obwohl ich schon wusste, noch mal wieder die gleichen beschissenen. Also ich verstehe es. Ich kann dir nur sagen, wo der Weg raus ist, aber ich kann es verstehen, ne? Auf normale Nähebedürfnisse schien er immer häufiger fast schon allergisch zu reagieren. Gab mir Schuldgefühle, als ich meine Tasche im Auto vergessen hatte und abholen wollte. Ist leider ein ganz klassischer Minuspol. Du kannst ihm jetzt natürlich Bücher schenken von Steffi Stahl über Bindungsangst und es wird nichts nützen. Es interessiert ihn einfach nicht. Ne? Kann man nichts machen, müssen wir nicht werten, wo er steht. Es würde ihm die Luft abschnüren und ich würde mit diesem Verhalten alles kaputt machen. Ja, er ist wieder das Opfer. Ne? Also es ist eigentlich genau, was er vorher schon. Ihr müsst darauf achten, was in den ersten Dates gesagt wird. Das tritt eigentlich immer alles ein. Ne? Geburtstage seien nicht wichtig. Ja, natürlich, da muss er ja was machen. Ne? Also, aber ich finde diesen Single-Status einfach auch echt so, echt wirklich, ey. Ich wollte ihn nicht hinnehmen, dass er keine Zeit für mich nahm. Da drehte er ein bisschen durch, sprach wir vom psychosomatischen Beschwerden durch mich. Ja, du bist jetzt die böse, weiß ich nicht, setz irgendein Wort ein, Narzisstin, Borderlinerin, die Irre. Das kann er wieder der Nächsten erzählen, was für ein Opfer er ist, ne? Da kannst du nichts gegen machen, ne? Außer andere Leute auswählen. Das ist wirklich, das Match diktiert alles, ne? Die bislang die Thema waren, dass er sich trennen wollte. Ja, alles klar, Tschüssikowski. Es sei egal, dass ich Geburtstag habe. Was hat er mit diesem Geburtstag, ey? Ich fühlte mich wie im falschen Film und bettelte um Versöhnung. Ja, jetzt bist du wieder auf dem, weiß nicht, ob du jetzt im Liebestod schon sagen kann, aber das macht die Psyche mit uns. Dann geht unser Bindungssystem, geht durch die Decke dann, ne? Er forderte ein paar Tage Abstand. Ich litt sehr, meldete mich nach ein paar Tagen. Warum musst du dich denn melden? Leute, ihr müsst alle härter werden, wirklich. Ich sag's euch, ey. Dieses Spiel China zu genießen, ja. Wer wollte nochmal Macht über wen haben hier? Ich sag's nicht. Frag nur für einen Freund. Ließ mich erstmal auflaufen, indem er sich nicht gleich zurückmeldet. Die machen alle das Gleiche. Ich sag's euch, die haben das geheime Egoisten-Tagebuch in der Hand irgendwie so, ne? Das ist einfach immer das Gleiche. Die Frage, ob er mich noch will, beantwortete er mit ja, doch gab es nur noch Krümel. So, genau. Ich habe ja das geheime, fällt mir gerade ein, ich habe ja das geheime Buch von denen. Okay. Gucken wir mal, was jetzt als nächstes kommt. Also, schon mal erste Trennung, erstes Off. Bindungsangst, warte mal, muss mal. Haben wir noch Weihnachten, kein Geburtstag feiern. Genau, was kommt denn dann als nächstes? Das schwarze Notizbuch wieder rausholen. Okay, haben wir mal. Ich hatte auch das Gefühl, dass er wieder alte Kontakte von früher aufwärmt. Bingo! Also die machen alle das Gleiche. Dennoch wollten wir zusammen Urlaub. Warum? Du wirst immer so ein Zeitschick bleiben hier bei ihm. Sorry, es ist so. Ne? Nur gut genug für bisschen Spaß. Also vor allen Dingen wollte er, jetzt gucken, was jetzt kommt. Ach Gott, ey, ich kann das nicht mehr, ey, wirklich. Am Tag der Buchung hielt er sein Handy so in der Hand, dass ich sehen konnte, dass er mit alten Flirtpartnern schief, inklusive Kuss, weil ich kann das einfach nicht mehr ernst nehmen, sorry, es ist einfach so. Er wollte es mir nicht zeigen und nahm eine klare Abwehrhaltung ein. Abends wollte ich zu ihm nach Hause und mit ihm sprechen. Warum? Warum? Wozu?
Weg damit. Ich meine, warum will man mit ihm sprechen? Weil man noch irgendwie hofft, dass sie es irgendwie aufklärt. Das wird sie nicht aufklären. Der Typ ist einfach fucking illoyal. Der kann nicht anders. Er kann nicht anders. Selbst wenn er denkt, er könnte anders. Er kann nicht anders. Ne? Oder bindungsängstlich, was weiß ich. Ne? Ich denke, das ist genau das Game, was er will. So, ne? Irgendwie Frauen, die irgendwie an ihm dranhängen, dann die nächste wieder. Es gibt unfassbar viele Menschen, die so sind. Ich will es auch nicht werten. Also unsere ganze Gesellschaft ist irgendwie so gestrickt und in Teilen. Also, es gibt natürlich auch viele wirklich nette Menschen und so. Und der kann ja auch sonst nett sein. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß noch nicht mal, ob Illoyalität ist. Das ist einfach dieser heutige, ist alles scheißegal, Situationships. Wenn man es dann gleich sagen würde, du, sorry, ich bin einfach totaler Bindungslegastheniker, dann können wir sich damit ja zu irgendwie stellen, aber so ist halt scheiße, ne? Gibt keinen Grund zu reden hier. Er fuhr davon und nicht so stark getriggert. Ja, das ist einfach Trigger, ne? Ein inneres Kind geht jetzt hier durch die Decke, ne? Hinterher, da ich einfach nicht mehr hinnehmen wollte, dass er sich immer entzieht. Das ist der Punkt, wo man selber aus dem Ruder läuft. Das passiert dann irgendwann, ne? Deswegen geht er früher raus, ne? Habe ich eine super Mail, ne? Auf einen Anruf direkt danach schrieb er, sich in Ruhe lassen soll. Ja, jetzt bist du die böse Stalkerin. Also ich meine jetzt nicht, dass du wirklich, also du bist jetzt getriggert, du bist keine Stalkerin, also aber ich, ne, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber jetzt kann er seine Story wieder weiterspinnen, dass er immer das Opfer ist. Er ist immer das Opfer, ne? Das lässt ihn auch nicht in Ruhe. Also natürlich solltest du ihn in Ruhe lassen, aber er hat auch null Empathie für dich hier, ne? Und drohte mit Konsequenzen. Ey, du musst diesen Typen wirklich in Ruhe lassen, der ist echt, ich finde den nicht so ganz ohne, sag ich dir ganz ehrlich, ey. Wirklich, sieh echt zu, dass da jetzt Feierabend ist, ne? Wirklich. Noch ist noch nichts Ärgeres passiert. Irgendwie ist einfach nur ärgerlich, aber ist wieder eine harte Lektion vom Universum, aber wirklich, jetzt reicht's mal, ne? Das ist nun 2 Wochen her. Eine klare Trennung wurde von ihm nicht ausgesprochen. Das wird's nie geben. Das musst du machen. Beziehungsweise du musst es einfach leben, musst es nicht machen. Ich habe noch meine Sachen bei ihm. Ich bleibe diesmal stark, renne ihm nicht hinterher. Das Ding ist so tot wie ein 52 Jahre altes Toastbrötchen, wirklich. Das ist tot. Wirklich. Schick mir die Sachen nach Hause mit einer Frist. Das wird nur Probleme geben, sagt ihr jetzt schon. Mit einer Frist. Wenn es nicht wertvoll ist, Sache soll es wegwerfen und möchtest nie wieder was mit ihm zu tun haben. Das, sorry. Ab hier kann, bis hier geht noch alles. Wird nur Scheiße passieren. Lass es, wirklich. Andererseits weiß ich klar, dass ich ihn abschießen muss, aber irgendwas hat noch Hoffnung in mir. Ich glaube, die Kommentare unter diesem Video werden dir den Rest geben. Gut, was soll ich tun? Also sorry, in dieser Mail gibt es einfach null Spielraum. Ne? Mein Verstand ist klar, mein Herz ist unsicher. Das ist nicht das Herz, das ist die liebesüchtige innere Stimme. Es ist schnell gegangen, das ist gut. Du weißt eigentlich, woran es liegt. Einfach härter werden. Ne? Sieh es einfach als Übungsdurchlauf. Aber jetzt hier musst du echt raus, sonst wird es echt unangenehm, glaube ich. In diesem Sinne, macht die feinen Kurse und haltet euch auch dran und guckt mal, was da morgen auf Social Media bei mir vorbei. Vor allen Dingen die weiblich gelesenen Menschen. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.